Hallo Leute, willkommen beim Nischvogelschwarm. Dies ist Teil 75. Und wir machen mal einen neuen Tag. So. Oh, jetzt sind wir nur noch 14. Das heißt, wir können viele Babys kriegen. Das ist gut. So, du bist ja ein auserwählter potenzieller Vater. Und hier ist deine Holde. Da könnt ihr euch gleich mal paaren. Na, das hat doch wunderbar auf Anhieb geklappt. Dann hüpfst du in ein Nest. Und wir freuen uns auf Nachwuchs. Beeren sammeln kann sie leider nicht. Also bleibt sie da einfach hocken. Und er bleibt hier mal in der Nähe. Gut. So. Was hast du eigentlich so für Gene? Immerhin einen Flügel. E und H. E haben sie irgendwie alle. Tja. I und K. Okay. Dann nehmen wir einfach mal hier diese beiden und schauen, was dabei rauskommt. So. Du hüpfst mal dahin. Oh, da ist es jemand Fremdes. Ein Baby. Also, nee, ein Baby nicht, aber ein kleines Kind. Rela hat auch E. Und ist nicht bluterkrank, aber hat bluterkranke Gene. Und mit inaktiver Schnorrschnauze. Da würde ich sagen, mein Lieber, du fliegst da mal hin und heißt dieses Kleinkind in unserem Stamm willkommen. Jetzt ist es wieder abgehauen. Jetzt. Och, wie süß. Na, mache ich doch gleich mal ein Screenshot von. Sieht irgendwie niedlich aus. Also diese Maserung finde ich auch sehr niedlich. So, gucken wir uns das nochmal genauer an. Also das mit der Schnurrschnauze, das ist schon mal sehr gut. Ist potenziell etwas kurzsichtig. Jo, und hat einen inaktiven Hitzekörper. Das ist gut, wenn man in die Kälte will. Können wir hier natürlich nicht gebrauchen. Aber den könnte man natürlich gebrauchen, um mit den Wolperting in die Polarregion zu gehen. Nun ja. Mit K und E ist es jetzt auch so eine Sache. K ist, glaube ich, nicht so häufig, aber E haben bei uns fast alle. Aber mit der Schnurrschnauze ist es natürlich unwiderstehlich. Jetzt guck ich mal, was wir uns da wünschen können. Ob wir uns die Schnurrschnauze jetzt schon wünschen können. Aber sie hat die Schnurrschnauze ja nicht. Nee, können wir uns nicht wünschen. Dann wünschen wir uns gute Augen. Und den anderen Wunsch lassen wir nochmal frei. Dauert sowieso eine Weile, bis die erwachsen ist. Und sie kann Beeren sammeln, Nüsse knacken ein bisschen und ist auch mäßig stark, also das passt schon. Frisch dem Nest entsprungen irgendwie. Ist die Mama gestorben oder was? Naja, wir passen schon auf dich auf. So, jetzt wollten wir hier eigentlich zur Paarung schreiten. Hast du jetzt noch ein oder zwei? Ne, sie hat noch zwei Schritte. Aber wir lassen mal ihn befruchten. Na, irgendwie so. Hat nicht geklappt. Okay. Einen Versuch haben wir noch frei. So. Sehr gut. Und dann kannst du hier in das Nest hüpfen. Dann kriegen wir auch ein schönes Baby beim nächsten Mal. Gut, das ist schon das zweite Baby, das in der Mache ist. Huch! So, du willst auch Babys kriegen. Gucken wir mal. E und H. Tja. E und H, aber sie hat E.
Und du hast H und I, K und E. Die beiden könnten. Ich meine, gut, er ist jetzt schon erwachsen. Aber ein junger Erwachsener. Dann markiere ich die mal in blau, die beiden. So. So, wunderbar. Dann haben wir da bald ein neues Traumpaar. So, und du solltest hier jetzt erstmal deine Beute einsammeln. Und dann gucken wir mal, ob sich hier noch irgendwie mehr Kaninchen... Da, das ist aber zu weit weg, glaube ich. Das ist aber was für dich. Jawohl. Einfangen. Und jetzt ist das hier abgehauen. So eine Frechheit aber auch. Dann springst du mal hier hin, um deinen Horizont wieder zu erweitern. Okay. Oh, und deine Mama ist gestorben auf der Wanderung zu dem Nussbaum. Tja, wie gut, dass er Nüsse knacken kann. So, für dich brauchen wir unbedingt auch eine Partnerin. E und I. Das wird gar nicht so einfach, glaube ich. Tja. Ach, hier liegt er oben auf dem Baum, wo er zuletzt gehockt hat. Du bist ein Männle. Und ihr seid auch Männle. Tja. Naja, vielleicht ergibt sich ja noch was. Wir kriegen jetzt ja ein paar Babys und vielleicht ist da eine passende Partnerin für dich dabei. Ansonsten könntest du auch mal vorübergehend auf den Baum gehen und mal rufen. Man muss ja nicht immer Kaninchen fangen. So, du hast jetzt noch gar nicht gemacht. Mal gucken, ob wir hier was für dich zum Graben finden. Eher nicht. Nee, nur zum Abgrasen. Dann können wir hier auch wieder die Farbsicht einschalten. So. Ah, du willst noch was tun hier. Ja, gibt noch einiges zu tun. So. Es ist so richtig ungewöhnlich, dass ein bärhyänengesichtiger Nischling Beeren sammeln und Nüsse knacken kann. Aber die hat halt eine geschickte Pfote. Wie gut! Weil sonst ist man ja doch mit dem einen Flügel so ein bisschen gehandicapt. So, kommt ihr dann wieder nach da rüber? Weil hier, euer Geselle ist ja gestorben. Ein Tavern ist jetzt aber groß. Für Tavern brauchen wir dann auch Partnerinnen. So. Naja, das wird eine Weile dauern, bis die sich treffen. Irgendwas quietscht da. Das waren bestimmt Kaninchen, die ich jetzt verpasst habe. Nun, da haben sie sich schon getroffen. Gut, dann können die ein neues Wasserteam bilden. Ja, und für den Tavern suchen wir auch eine Partnerin, die kein I und kein H hat. Huch! Ich glaube, hier unsere Kleine, die würde funktionieren. Dann machen wir ihn auch mal blau. Dann kann die nämlich von zwei Partnern Kinder kriegen. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt durch. Hm? Was ist mit dir? Ah, du hast dich da so im Gebüsch versteckt, dass ich dich ganz übersehen habe. Und du sitzt im Nest.
Und du wartest, dass du größer wirst? Jawohl. Ja, das war's dann. Dann machen wir mal einen neuen Tag und hoffen auf zwei schöne neue Babys. Oh, mit Kiemen. Kein Wasserkörper, aber Kiemen. Und Wasserkörper. Super. Wow. Und I und C. Das ist auch eher selten. Wow. Und doppelt geflügelt. Ja. Ja, hat aber keinen Wasserkörper. Das sah nur so aus. Gut. Das sind die Flügel, die man hier so sehen kann. Hat aber einen inaktiven Wasserkörper, was ja auch schon mal was wert ist. Das ist ja klasse. Die Frage ist nur, ob die überhaupt irgendwas sammeln kann. Nee. Die kann nicht angeln. Also er ist ein Er. Kann nicht sammeln. Kann nicht angeln. Kann mit zwei Schlägen Kaninchen jagen, aber nicht mit einem. Das ist schon ein gewisses Handicap. Diese Kiemenschnauze ist nicht so vorteilhaft. Und vor allem, wenn man auch noch Flügel hat, dann kann sie zwar fliegen, aber tja. Und die Geweihe sind inaktiv, darum hat sie nicht, hat er nicht so viel Stärke. Aber sehr niedlich. Kann eifrig im Wasser rumtauchen, ganz beliebig. Ich meine, das wäre vielleicht ein gutes Team. Er ist im Tiefen und scheucht die Fische auf. Und die, die im Flachen dann angeln können, die kriegen dann die Fische zugetrieben und können die dann angeln. Super gut. Na, da muss ich doch auch einen Screenshot machen. Ich guck mal, ob ich das andere Baby auch mit drauf kriege. Nee, das wird, glaube ich, nix. Da sind zu viele Büsche dazwischen. So würde es halbwegs gehen. Tja. So vielleicht. Ja, das könnte funktionieren. Gut. Ja, na, auf jeden Fall kannst du ganz stolz sein auf dein Baby. Das hat ja super geklappt. Dann gehst du ein Schrittchen zur Seite und kannst da hinter dir mal Gras wegmachen. Und jetzt gucken wir uns das andere Baby an. Das sieht auch klasse aus. Hier, guckt euch das doch mal an. Marienkäfer mit großen Ohren und Bärhyänenschnauze. Ganz großes Kino. Und stacheligen Körper inaktiv. Mittlerer Körper ist aktiv. Eine Bärhyänenklaue und eine geschickte Pfote. Ja, kann sammeln, ist recht stark. Also das Baby kann sehr viel. Und I und E. Ja, wie die meisten hier im Stamm. Finde ich aber sehr gelungen. Und die Eltern haben beide keine Bärhyänenschnauzen. Aber ich nehme mal an, beide inaktiv. Genau. Wer hätte das bei diesen Eltern erwartet? Coole Kombi. Super gut. Ja, jetzt gehst du auch mal einen Schritt aus dem Nest raus. Ich guck mal, da ist doch gleich noch eins. Ups. Tut mir leid, dass ich hier immer so fehlhüpfe. Ihr könntet gleich mal noch eins versuchen. Dann hüpfst du hier rein. Und gibt's für die anderen beiden auch noch ein Nest? Nee, wir könnten aber noch eins bauen. So, dann probiert ihr das auch noch mal. So. Na, hat doch gleich geklappt. Ihr könnt jetzt hier bei ihr einen graben. Dann kannst du dir ein Nest bauen. So. Gut. Ah, und unser kleines Mädchen ist ein bisschen größer geworden.
Die sieht doch super putzig aus. Und du passt jetzt fein auf sie auf die ganze Zeit, weil du sie gefunden und in den Stamm aufgenommen hast. Ja, momentan ist gerade kein Hase in der Nähe. Dann kannst du mal hier hinter dir ein bisschen Gras wegmachen. Eigentlich könntest du auch was tun. Ja, hüpfst mal hier zu den Beerenbüschen. Und du hüpfst einfach mal hinterher. Ja. So. Und du, Papa, kannst auch Gras wegmachen und ansonsten dein Baby betreuen, das so lustig aussieht. Hier irgendwie wie der Onkel oder so, auch mit den Marienkäferflügeln, Farben. Ja. Und du, lieber Nurok hier, wie sieht's denn bei dir mit Partnerschaft aus? Eha. Das passt nicht zu ihr. Nein, passt zu gut zu ihr. Geht leider nicht. Eha. Auch Eha. EB. Tja. E hatte ich, glaube ich, bisher noch nie zu viel. Ihr seid alles Männchen. Nun ja. Wir werden schon noch irgendwie Weibchen finden und der Stamm wird bestimmt wieder ordentlich anwachsen. Wo schicken wir euch denn mal zum Angeln hin? Vielleicht mal hier so. Ja, weil der Stamm orientiert sich ja momentan mehr so in der Ecke und hier ist es ganz leer. Da könnt ihr dann später vielleicht mal hin. Oder eure Kinder. So. Ihr kriegt ja dann bald tauchfähige Verstärkung, die euch die Fische zutreiben können. Kaninchen? Haben wir hier so einen Hasenfänger in der Nähe? Nee, nicht in Reichweite. Hier. Du könntest das da fangen. Macht vielleicht Sinn. So, einsammeln und dann wieder rauf auf den Baum. Gut. Und jetzt wieder hier zu unserem Angelvergnügen. Momentan keine Fische in Sicht. Ja, und das Wasser ist auch ziemlich flach hier, aber ab da wird's tief. Da ist es dann interessant, wenn man wenn man die Luft anhalten kann, beziehungsweise wenn man unter Wasser atmen kann, weil die können ja unter Wasser atmen mit Kiemen oder Wasserkörper. So, und du kannst hier auch mal Kaninchen fangen auf die traditionelle Methode. So, und dein Kaninchen ist gerade wieder im Gebüsch verschwunden. So ein Ärger. So. Kannst du auch Kaninchen fangen? Ja. So. Na, das klappt doch ganz prima mit den Nüssen. Und du? Ja, vielleicht schicken wir dich wieder in die Umgebung von den anderen, damit du hier nicht so dunkle Flecken hast. Also dunkle Wahrnehmungsflecken. So, das hat doch prima geklappt. Hinter den Maulwurf gehüpft. Okay. Ja. Dann können wir uns in der nächsten Folge auf noch mehr interessante Babys von diesen beiden Paaren freuen. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!